Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein kleines Update für euch zu meinem Bullet Journal. Hier haben wir letztes Mal aufgehört an der Seite und hier machen wir jetzt weiter. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal ein Bild eingeklebt, was Amira mir mal gemacht hat. Total süß und dafür ist es eben perfekt für Erinnerungen. Hier jetzt wieder meine kunterbunte Wochenübersicht, also sie ist wirklich sehr bunt geworden. Und da war der Herbst angesagt, kam nicht, seht ihr ja am Wetter, also das war wirklich Sonne pur. Hier haben wir jetzt nochmal meine Jahresstatistik für die Bücher, die ich gelesen habe. Und dann habe ich jetzt mal angefangen, von April habe ich nämlich angefangen aufzuschreiben, welche Bücher ich mir neu gekauft habe bzw. bekommen habe. Auf zwei Seiten schon. Dann habe ich, also die Frauen werden es kennen, den Kalender der Frau. Ja, den muss man natürlich auch haben. Dann habe ich hier was, was ich auf Instagram gesehen habe und auch auf Pinterest und so, ein Tracker. Das ist einfach, um zu sehen, welche Gewohnheiten man im Monat hat und ob man sie auch wirklich so ausführt, wie man sich das vornimmt oder ob es eben nicht so ganz klappt. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ ehrlich. Manches vergesse ich immer einzutragen, aber ich probiere es immer ordentlich zu machen. Auch hier wieder ein bisschen was Gemaltes. Dann haben wir hier die gelesenen Bücher auch ab April. Das geht auch schon über zwei Seiten. Ich habe mir auch ein Tagebuch reingemacht und habe ich eben wieder ein bisschen gemalt. Dafür ist eben die Büroklammer jetzt hier, weil ist natürlich privat. Auch wieder was Gemaltes, Familie. Und ich liebe es einfach hier reinzumalen. Dann habe ich hier einmal unser Leben als Familie so aufgeschrieben, wann Tim und ich zusammengekommen sind, wann wir zusammengezogen sind, Verlobung, also ein bisschen Spielkram eben. Dann meine Wochenübersicht wieder, die ist dann ein bisschen nicht so bunt geworden, könnte man sagen. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie war mir da nicht so nach. Da ich leider ein Typ bin, der gerne mal Geburtstage irgendwie vergisst, leider Gottes, habe ich mir jetzt auch endlich meinen Geburtstagskalender hier eingetragen. Es fehlen noch ganz, ganz viele. Timo fragte gestern schon, wo ist denn meine Familie? Ja, ich warte noch auf die Liste von meiner Schwiegermutter, weil ich es mir einfach nicht merken kann. Es sind so viele Menschen, die zu unserer Familie gehören und ich kann mir das einfach nicht merken und deswegen wollte ich gerne einen Geburtstagskalender auch haben. Zwei Rezepte sind auch schon eingezogen. Einmal unsere Ratzfatz-Bolognese-Soße und die superschnelle Tomaten-Sahne-Soße. Die beide Soßen sind super lecker, gehen extrem leicht und sind super schnell zubereitet. Und ja, da sind wir auch schon bei den letzten beiden Seiten. Da könnt ihr sehen, ich habe ein bisschen gemalt. Ich muss sagen, für mich ist Malen wirklich Entspannung und ich probiere mich immer gerne aus. Hol mir mal Inspiration bei Pinterest oder Instagram oder überhaupt bei Google. Irgendwo findet man immer irgendwas, was einem gefällt. Und das dann nachzuzeichnen, beziehungsweise mit eigenen Aspekten oder so, wie zum Beispiel hier mit dem Regenbogen, bringt totalen Spaß und ist super entspannend. Und ja, das war's zu meinem Bullet Journal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich mal bei Instagram verlinkt auf euren Bullet Journal, auf eure Seiten, die ihr so gemacht habt, damit ich mir vielleicht auch mal das angucken kann. Meinen Instagram-Namen findet ihr in der Infobox, da habe ich es nochmal reingesetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß weiterhin mit eurem Bullet Journal. Und dann sehen wir uns nächste Woche am Wochenende wieder mit einem neuen Setup. Ja, ich wünsche euch einfach einen tollen Tag und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, ihr Lieben.